Ja, ich bin noch immer sehr enttäuscht, angespannt, was diese Ablehnung des Baugruppenantrages gerade angeht. Es wäre eine super Gelegenheit gewesen, Familien eine Möglichkeit zu geben, 20% günstiger zu bauen in Gemeinschaften, wenn man unserem Antrag stattgegeben hätte. Man hätte durchaus eine gute Möglichkeit gehabt, diesen Antrag auch in ein größeres Paket von CDU und FDP zu übernehmen. Aber das soll alles nicht sein, weil sie wollen ihren eigenen Erfolg haben. Und da zählen keine einzelnen Inhalte, die man auch für Düsseldorf bräuchte. Es ist abgelehnt worden. Das heißt, die ganzen Schwierigkeiten, die die Baugruppen in Düsseldorf im Moment noch haben, und die Wohngruppen werden erstmal nicht abgestellt. Man will damit nichts, man will sich dem nicht stellen für die nächste Zeit. Ja, so ist jetzt einfach erstmal der Stand der Dinge für heute.